In der vergangenen Woche tagte mal wieder der Rat der Europäischen Zentralbank. Wirklich viel Neues hatte Mario Draghi nicht zu berichten. Allerdings achteten Beobachter viel mehr auf seine Rhetorik. Und diese hat sich dann doch so ein klein wenig verändert. Wie genau und was für Folgen das nach sich ziehen könnte, das wollen wir heute besprechen mit Thomas Wüst von der Wallerwest Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart. Herr Wüst, Sie haben die EZB-Pressekonferenz in der vergangenen Woche aufmerksam verfolgt. Was hat denn Mario Draghi auf dieser besagten Pressekonferenz von sich gegeben? Ja, für mich waren drei Punkte besonders interessant. Einmal, er hat sich zur Konjunktur geäußert und die Konjunkturrisiken im Unterschied zu den vorangegangenen Sitzungen als ausgewogen bezeichnet und nicht mehr als abwärts gerichtet bezeichnet. Das war so der erste vorsichtige Kurswechsel. Als zweiter Punkt muss man sagen, hat Draghi betont, dass derzeitig keine Deflationsrisiken mehr erkennbar sind an den Märkten. Auch das ist ein ganz arg wichtiger Punkt, weil die EZB ja 2015 das Anleihekaufprogramm genau deswegen aufgelegt hat, um den deflationären Risiken zu begegnen. Und als dritter Punkt hat er verdeutlicht, dass das aktuelle Leitzinsniveau angemessen ist und keine weiteren Leitzinssenkungen mehr zu erwarten sind. Hinblick auf das Anleihekaufprogramm hatte der EZB-Rat wohl nicht über einen Ausstieg diskutiert, aber in der Schlusserklärung oder im EZB-Beschluss heißt es wortwörtlich, dass die EZB Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau verharren werden. Also hier ist ein Bezug zu dem Anleihekaufprogramm hergestellt und hier kann man umgekehrt sagen, dass die Dauer des Anleihekaufprogramms wird deutlich kürzer sein, als die nächste Leitzinsanhebung kommt. Und wenn man jetzt noch die Leitzinsprojektion, die Inflationsprojektionen sieht, die die EZB ausgegeben hat, dann sieht man für 2017 eine Annahme von 1,5% Inflation, für 2018 1,3% und 2019 1,6%, also ein V-förmiger Verlauf. Das bedeutet, die Leitzinsen werden schon noch längere Zeit niedrig sein, nur aufgrund dieser Äußerung und des vorsichtigen Kurswechsels müssen sich die Anleger nun langsam auf ein Tapering der EZB einstellen. Sie haben langsam auch noch einmal betont, das wird also nicht ad hoc in den nächsten Monaten dazu kommen, sehr wahrscheinlich. Dennoch wollen wir uns das Szenario eines Ausstiegs mal etwas näher anschauen. Was hätten denn Anleger für Folgen zu befürchten, sollte die EZB tatsächlich mit dem Tapering beginnen? Ja, zunächst ist für den Anleger wichtig, es ist weniger der Zeitpunkt entscheidend, wann die EZB tatsächlich aussteigt, sondern es ist entscheidend die Ankündigung des Ausstiegs. Das haben wir auch für das Jahr 2013 in den USA sehr schön gesehen. Ich habe eine Grafik dazu mitgebracht. Und da sieht man eben die Reaktion der Finanzmärkte eben auf die Ankündigung des Taperings von Ben Bernanke war unmittelbar erfolgt. Und zwar im Hinblick auf den DAX, das ist hier die blaue Linie, eine negative Kursreaktion von rund 10%. Und im Hinblick auf die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ein Zinsanstieg um ca. 0,66%. Also quasi schulmäßig auf eine restriktivere Geldpolitik die Reaktion steigende Zinsen und Belastung der Aktienkurse. Allerdings hat sich diese Entwicklung nur kurzfristig hier eingespielt. Muss auch sagen, dass die Konjunktur in der Eurozone 2013 natürlich deutlich schlechter war als heute. Insofern muss man eben als Anleger beides im Auge behalten, und zwar einmal den Zeitpunkt der Tapering-Ankündigung und eben dann das konjunkturelle Umfeld, das an den Märkten herrscht. Sie haben die Anleger nun angesprochen. Wie kann ich mich denn als Anleger auf eine solche Ankündigung, die ja offensichtlich am Finanzmarkt durchaus Reaktionen hervorruft, vorbereiten? Genau, zunächst natürlich ist für mich als Anleger wichtig, dass ich mit meinen Finanzanlagen mich mittel- bis längerfristig auf Basis meiner aktuellen Lebenssituation, meiner Risikomentalität positioniere. Am besten noch mit einem breit diversifizierten Portfolio. Auf der Basis kann ich dann aber am Aktienmarkt zum Beispiel eine solche Situation ausnutzen, indem ich antizyklisch reagiere. Das heißt, wenn eben der Aktienmarkt unter Druck gerät nach einer Tapering-Ankündigung, kann ich eben die ursprünglich für mich optimale Aktienquote wiederherstellen, indem ich Aktien nachkaufe. Das ist der eine Punkt von Aktienmarkt. Am Rentenmarkt kann ich mich natürlich im Vorfeld durchaus auch mit einem Teil des Portfolios positionieren, indem ich variabel verzinsliche Anleihen beimische. Oder eben auch mir
die eine oder andere aussichtsreiche Hybridanleihe von Unternehmen anschaue, die mit einer variablen Zinskomponente ausgestattet sind. Diese Perpetuals, wie man sie nennt, diese langlaufenden oder endlos laufenden Anleihen sind eben oftmals mit dem Schuldnerkündigungsrecht ausgestattet, das, wenn es nicht ausgenutzt wird, eben mit einer variablen Zinskomponente noch ausgestattet ist. Solche Anleihen sind eben auch durchaus für solche Szenarien interessant, müssen aber natürlich von der Unternehmensbonität her streng überwacht werden, weil sie eben nachrangigen Charakter haben. Der Anleger sollte prinzipiell auf seine Duration achten im Rentenportfolio, dass sie eben nicht zu lange ist, weil je länger, desto stärker schlägt eben so ein Zinsanstieg in den langen Laufzeiten auch durch. Und als letzten Punkt kann man sagen, derzeitig spielt sich die stärkste Volatilität an den Devisenmärkten ab. Da haben wir die stärksten Bewegungen. Und Anleger können sich natürlich auch über ausgewählte Fremdwährungsanleihen auf Turbulenzen, auf mögliche Turbulenzen im Euroraum nach einer Tapering-Ankündigung einstellen. Eine Einschätzung von Thomas Wüst von der Waller West Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Zulik.